Vielleicht nochmal direkt am Lotto. Lotto ohne Zusatzzahl. Weil sonst wird es ganz kompliziert. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau 4 Richtige zu haben? Also nicht 6 Richtige, das haben wir letztes Mal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, 4 Richtige? Nicht 5, nicht 6, nicht 3, nicht 2, nicht 1. Genau 4 Richtige zu haben. Die Wahrscheinlichkeit genau. Ich streich das mal. Das heißt in der Mathematik immer exakt, nicht ein weniger, nicht ein mehr, sondern genau 4 Richtige zu haben. Das hat natürlich auch wieder mit Binomialkoeffizienten zu tun, aber allerdings auf eine etwas kompliziertere Art. Am einfachsten ist Folgendes. Stellen Sie sich vor, Sie wüssten schon, welche Zahlen gezogen werden. Angenommen, Sie wüssten schon, Sie hätten irgendeine prophetische Gabe und könnten jetzt sagen, oh, das sind die Zahlen 12, 13, 42, 43, 44, 45, die werden gezogen. Das sind meine 6 Richtigen. Dann heißt ja 4 Richtige, 4 von diesen und 2 von den anderen. In die Richtung mal denken. Wie viele Möglichkeiten gibt es von den 6 Zahlen, wenn man so tut, als ob man sie schon kennt, von den 6 Zahlen 4 zu haben, das sind dann die 4 richtigen, und noch 2 dazu zu nehmen von den anderen. Also der Gedanke ist folgender. Ich stelle mir vor, ich wüsste schon, welche 6 Zahlen gezogen werden. Aus diesen 6 Zahlen brauche ich die 4 richtigen. Wie viele Möglichkeiten gibt es? 6 über 4. Aus 6 Zahlen, verschiedene Zahlen, 4 ziehen, 4 verschiedene ziehen ohne Reihenfolge. Aus diesen 6 Zahlen, die es dann nachher werden, als richtige, nehme ich 4 heraus. Das ist die Anzahl der Möglichkeiten dafür. Dann habe ich 4 Plätze gefüllt. Sie nehmen 4 heraus. Nehmen wir die 4 von mir aus. Die 4 nehme ich raus. Aus denen. Dann habe ich aber noch 2 Plätze zu füllen. Die beiden Plätze, die ich zu füllen habe, Plätze ist schlecht ausgedrückt, ich habe noch 2 weitere Kugeln zu ziehen, die ziehe ich nicht aus den 6 richtigen, sondern die ziehe ich aus den 43 falschen. Aus den 43 falschen, eben den ganzen anderen Zahlen, ziehe ich noch 2. Und das sehe ich gerade, dass das noch ein bisschen schwierig ist. Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, hoch. Was machen wir jetzt mit den beiden hier? Das ist unabhängig voneinander. Die 4, die Sie hier ziehen, die haben nichts mit den 2 anderen zu tun, die Sie aus dem Rest ziehen. Das geht komplett unabhängig voneinander. So wie bei den, hier bei den Münzen. Ob die erste Münze auf Kopf oder Zahl fällt, ist komplett unabhängig davon, ob die zweite Münze auf Kopf oder Zahl fällt. Es wird multipliziert. Sie haben so und so viele Möglichkeiten, von den 6 richtigen Zahlen 4 zu wählen. Und für jede dieser Wahlen nehmen Sie nochmal 2 von den falschen. So viele Möglichkeiten gibt es für 2 von den falschen Zahlen. Die werden multipliziert. Was an dem Minus schon ganz schwer auffallen würde, wäre, dass es weniger wird. Wenn Sie dann Minus schreiben, es wird ja weniger. Sie haben so und so viele Möglichkeiten und können jetzt noch mehr wählen, 2 weitere wählen. Dann ist das ganz komisch, wenn es noch weniger wird, es müssen ja mehr Möglichkeiten werden. Also wenn überhaupt Plus, aber Plus wäre auch, dass ich jetzt 2 ganz verschiedene Sachen addiere. Hatten wir das bei den Telefonnummern zum Beispiel, wie viele Telefonnummern gibt es, die mit 110 anfangen, wie viele Telefonnummern gibt es, die mit 112 anfangen, dass ich 2 verschiedene Sachen addiere, auch nicht. Jede Möglichkeit, 4 zu ziehen, für die habe ich nochmal so und so viele Möglichkeiten, 2 falsche zu ziehen, mal. Also das ist die Anzahl aller günstigen Fälle und die teile ich durch die Zahl aller, insgesamt also die Zahl der Kombinationen von 6 Zahlen aus 49. Das ist die Wahrscheinlichkeit, den Vierer zu haben. Exakten Vierer, kein Fünfer, kein Dreier, ohne Zusatzzahl. Das nennt sich zum Googlen die hypergeometrische Verteilung. Das hört sich
grandios an, wenn Sie das kennen. Hypergeometrische Verteilung, irgend so wie, keine Ahnung, wie Raumschiff Enterprise geradezu, irgendwelche fantastischen Sachen. Ist aber nichts anderes als, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit beim Lotto, keinen richtigen, einen richtigen, zwei, drei, vier, fünf, sechs richtige zu haben. Auf andere Fälle übertragen. Das ist der Fachbegriff dafür. Da können wir vorsichtig gucken, ob man das näherungsweise rauskriegt. Das sieht ja relativ freundlich aus, anders als gerade das mit den 2 hoch 100. Dieses Ding hier ist also 6 über 4. Ich ziehe aus 6 Sachen 4 verschiedene. Die erste, die zweite, die dritte, die vierte. Und ignoriere die Reihenfolge durch 4 Fakultät. Aus 43 ziehe ich 2. 43 Möglichkeiten für die erste, 42 für die zweite und ich ignoriere die Reihenfolge. Kann es vorwärts oder rückwärts stellen bei 2. Und dann teile ich noch durch 49 über 6. Also 49 mal 48 mal 47 mal 46, 45, 44. Die Zahl der Möglichkeiten mit Reihenfolge und ich vergesse die ohne Reihenfolge. 2, 1. Da müsste man schon gehörig kürzen können. Macht mich jetzt nicht ganz so glücklich, was ich hier zum Kürzen sehe. Mal sehen. Die 2, die 2, die 3, die 3, die 4. Das könnte man jetzt versuchen, überschlägig zu rechnen, aber das ist jetzt gerade nicht so prickelnd. Wenn Sie das dann doch ausnahmsweise im Taschenrechner eintippen, haben Sie irgendwas bei 0,001, 1 Promille. Also auch das kann man ausrechnen. Da kommen plötzlich dann Produkte von Binomialkoeffizienten. Das heißt, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Sie können jetzt nicht einfach irgendwelche Zahlen nehmen. Es ist nicht nur 4 aus 6, es ist nicht nur 4 aus 49, sondern Sie müssen tatsächlich eine Idee haben, was Sie da rechnen, um auf solche Formeln zu stoßen.